nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Gib Meldung. Wieder eine erledigt. Ravis wird das wissen wollen. Geht auf die Beine! Stoße zu! Kämpfe mit mir! Nein. Das hält mich nicht auf. Er ist flink. Immer wenn ich das Rote sehe, wo ich weiß, man kann das jetzt nicht blocken, drücke ich panisch auf meine Tastatur rum und hoffe, dass ich Tab finde. Mann, da werde ich mich nie dran gewöhnen, glaube ich. Okay. Verpiss yourself. Oh, was hat er? Was wollte der? Achso, scannen. Von dem dort. Ja, richtig. Oh, Rollmine. Was haben wir hier Schönes? Sack. Kommt der da einfach aus dem Boden geschissen? Ich bin nur ein Eindringling. Knallt ihn ab. Voll brutal hier, die Bedlam Raiders. Nein, stürzt gleich die Höhle ein. Kommando-Droide, die habe ich nicht vermisst. Der war krass. Ja? Zeig mal her. Das ist viel besser. Das Problem ist halt, wenn man die Gegner noch gar nicht kennt, ja? Also wenn man gegen komplett neue Gegner kämpft und auf neue Gegner trifft, dann weiß man halt noch gar nicht, was man zu erwarten hat. Oh. Waschtarnwolfe. Warte mal, muss ich hier hin? Nein. Da oben ist wieder so ein Ding. Dieses Terminal wird warten müssen. Sieh dir das an, BD. Was die machst du von hier? Der anderen Seite verschlossen, okay. Ja, genau. Nee, okay, das ist es nicht. Es war schon mal nicht der Wurf. Man muss irgendwas anderes, muss man damit machen. Aber es ist nicht der Schwertwurf. Okay, aber egal. Und das müssen wir erst noch lernen. Das kann ich hier auch nicht benutzen, okay, ne? Okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Na gut. Hier ist es dunkel wie im Bärenarsch. Komme ich wieder mit dem Enterhaken? Okay. Greife an!
Das Gute war, ich habe gedacht, hier ist Loot hinter, weil ich habe das blaue Leuchten, gesehen, dachte, es ist Loot. Und dann hat sich es aber auf einmal bewegt und dann habe ich auch wieder mehr oder weniger aus Erschrecken Bullocken gedrückt. Taktisch, eine taktische Jacke habe ich gefunden. Okay. Cool, cool. Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Oh. Diese Dinger haben's in sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Ob jetzt unendlich, oder was? Die Steuerung muss woanders sein. So, jetzt bin ich wieder hier. Ah, guck mal, jetzt habe ich hier aufgemacht. Aber was hat das gebracht? Habe ich damit jetzt hier hinten Strom angemacht für dieses Tor? Sieht so aus, ne? Oder? Ne. Aber warte mal, kann ich mit den Minen? Okay, warte mal. Achso, jetzt kann ich mit den Minen, kann ich jetzt das Zeug zerdeppern. Bringt mir das sonst, bringt mir das hier hinten irgendwo was? Klar, an der Wand, die da ist, logisch. Aber kann ich hier damit auch irgendwas machen? Das da vielleicht kaputt? Achso, stimmt, dann steigt das Wasser, ne? Ja, doch. Was? Ach, nichts sagen, hä? Achso, BD will mir irgendwas sagen, ne? Ja, okay. Nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, so weit kann ich. Kann den Lift hier nicht benutzen. Die explodieren doch total schnell, oder? Wie lange kann ich die denn mitnehmen? Wenn ich die einfach loslasse. Okay. Das geht auch nicht. Und wie lange kann ich die mitfahren lassen? Okay, nicht ewig. Aber ich kann die doch gar nicht so weit. Ich kann sie hinter dir herlocken, das stimmt. Das muss ich vermutlich machen. Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? Ja. Okay. So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben, gleich sind wir da. Das sieht jetzt. Achso, nee. Sieht das so aus, als ob da ein Secret ist? Ah, nee, dahinter war ich ja schon, ne? Also sollte ich vielleicht trotzdem nochmal gucken, was da jetzt neu ist. Jetzt will ich aber auch noch einen in das andere da hinten locken. Zu dem anderen Scheiß. Komm mal mit. Jetzt irgendwo fest oder was? Ja.
lautet Wache halten, nicht jagen. Komm schon, langweilst du dich etwa gar nicht? Meine Schaltkreise klemmen schon. Ja, mein Blaster könnte eine Kalibrierung vertragen. Aber darum geht es nicht. Bleib auf deinem Posten. Nein, nicht draufgehen. Okay. Das war knapp. Das war irgendwo. Nicht draufgehen. Bitte nicht draufgehen jetzt. Ich bin kurz vor irgendeinem krassen Secret. Oh, scannen. Kreaturenknochen. Boah, ist irgendeine fette Kreatur eingebastelt in den Berg. Ebenso. Verpisst euch. Wer hier gelebt hat, ist längst weg. Was hat er wohl gemacht? Lucia Gelb. Das ist hier gerade so gefährlich. Ich habe fast keine Lebenspunkte mehr. Ich habe keinen Medkit mehr. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich den ganzen Scheiß hier hin wieder machen. Oh Gott. Schnell das hier holen, was auch immer das ist. Irgendwas, was mir Lebenspunkte gibt, bitte. Nachtessenz erhalten, okay. Besser als nichts. Abkürzung. Ja, sehr gut, ey. Ein Glück. Ein Glück. Aber warte mal, das ist überhaupt nicht der Weg, wo ich lang muss, ne? Ich kann auch gleich da oben nicht mehr weiter, aber ich will trotzdem mal gucken. Die gehen jetzt erstmal trotzdem noch da oben lang. Was ist eigentlich da unten? Warum war ich da noch nicht? Da ist auch irgendein Speicherpunkt. Komme ich da erst noch hin? Wir müssen nur hier durchkommen. Reese wird überrascht sein, uns zu sehen, was? So, Fertigkeiten. Vielleicht kann ich noch irgendwie Lebenspunkte erhöhen oder so. Ich kriege nämlich echt hart auf die Fresse in dem Spiel. Ne, brauche ich 2 Fertigkeiten für. Okay. Und was ist das hier noch? Reduziert die Zeit, die nötig ist, um Cal mit einem Stim von BD1 zu heilen. Na gut, da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Ich spare auf den zweiten Punkt. Für mehr Lebenspunkte. Benutze Schnellreise, um schnell zwischen 2 Meditationspunkten. Okay, jetzt hat es nochmal gerade kurz geleckt. Jetzt gucken wir mal, was da oben nochmal mit diesem Bogorok oder wie das Vieh hieß. Was da oben noch abgeht. Die Gegner sind nicht neu gespawnt. Achso, ich kann hier nicht weiter, ne? Stimmt. Ich kann diese Tür hier nicht öffnen. Und darum komme ich nicht zu dem Assi da hinten hin. Und da ist aber, guck mal, da ist wieder so eine Kiste. Was hatten wir nochmal aus der erste von diesen Kisten da hinten? Was kam da nochmal raus? Ich weiß das jetzt schon nicht mehr, was nochmal so in dieser Kiste da hinten drin war.
Ach, noch mal ein Health Pack Upgrade, oder? Kann das sein? Noch ein weiteres Stim Pack benutzen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich erschrecke mich jedes Mal, wenn diese Scheißviecher kommen. Also jetzt komme ich da auch gar nicht mehr hin, ne? Hä, und wie kann ich jetzt... Kann ich das ranziehen? Nee. Ich schaff doch den Sprung darüber gar nicht. So muss ich auch nicht. Okay. Jetzt will ich aber nochmal da schnell gucken. Wie es jetzt hier auf der anderen Seite aussieht. Ach so, jetzt sind hier neue Gegner, deswegen. Egal, wir gucken mal schnell. Okay, ach, wegschubsen kann man die oder was? Na guck mal, jetzt kann ich hier nämlich lang. Zum Glück habe ich hier nochmal hingeguckt. Das hat mich nämlich interessiert. Ob hier jetzt irgendwas dadurch ist. Ah, ist was. Ich muss in Bewegung bleiben. Hab noch einen Klumpen gefunden. Ja. Mal sehen, was hier drüben ist. Hier ist nämlich ein Secret, wie ihr seht. Ja, haha. Fukuhila. Das muss ich gucken. Das muss ich mir angucken. Wie kann ich den drehen? Wieso kann ich Cal Kestis nicht drehen? Ausrüsten. Ja. Ja, Cal Kestis mit... Mit Fukuhila, geil. Bestes Spiel. Jetzt schon Game of the Year, oder? Jetzt schon Game of the Year 2023. Würde ich jetzt mal behaupten. Da unten sieht es auch so aus, ob da eine Höhle ist. Da unten sieht es so aus, als ob da eine Höhle ist. Aber es könnte auch nichts sein. Ich denke einfach mal, da ist nichts. Zieht mich runter. Wie komme ich hier wieder weg? Da bestimmt. Nee. Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Ja, immer noch nicht toll. Hey, ich kann auch nicht mehr laufen. Hallo. Hier. Ah, nein. Okay. Jetzt. Okay. Verstanden. Okay. Oh, da ist hier dieser Panzersaurus, der wieder mal hieß. BD? BD1! Alles okay? Aufpassen, wen du scannst. Komm her. Ich hätte dich in diesem Rattanest lassen sollen.
Furchtlos. Datenbank. Charaktere furchtlos. Okay. Sieht aus wie Samen. Lass uns ein gutes Beet für sie finden. Hansa-Tronto-Datenbank. Was habe ich gerade für Samen bekommen? Oh, hier kann ich auch noch nicht lang. Feuer-Ananas. Okay. Dann muss ich wohl hier lang. Kann ich mich sogar auch runter droppen lassen. Warte mal, bringt das was, anstelle zu fahren? Okay. Warum sollte ich das tun? Vielleicht um da hinten drauf zu landen? Nee. Wenn ich runterfahre, bin ich da unten bei diesen Droiden. Aber was bringt das, mich hier festzuhalten? Da gibt es eine Plattform, aber da kommt man noch anders hin, glaube ich. Check's gerade nicht so ganz, aber okay, fahren wir einfach mal runter. Wie kann ich eigentlich schleichen? Gibt's eine Schleichenfunktion? Waffe geladen. Ich bin beschädigt. Aktiviere Servos. Okay. Da wollte ich ja eigentlich hoch. Ich dachte, aber von dem Gras darüber springen ist vielleicht ein bisschen sehr weit. Das geht bestimmt nicht. Warum hängt da oben Gras dran, wo man sich festhalten kann? Vielleicht später, wenn man das da ausfährt, diese Plattform da oben. Mal sehen. Aber oh, hi. Der eine ist überlebt, oder was? Tatsache. Ihre Zeit ist um. Das ist ein Lichtschwert. Ladewaffe. Leitet euren Angriff ein. Ich habe Schaden. Yeah, Crank 2308, danke für deinen Follow, schön, dass du da bist. Huhu. So. Und guck, warte mal, was hatte gerade BD hier zu meckern? Nix, ne? Nee. Ja, es hat im Prinzip hat schon RP, was ist das hier? Ah, so ein Vieh. Hat schon RP-Komponenten, denn du kannst Level aufsteigen und dann kannst du für deine, pro Level up, kannst du dann Fertigkeitenpunkte verteilen. Und, ja, somit hat es so gesehen schon RP-Element. Oh, guck mal, was ist denn da oben für ein Viech? Was ist das denn da für ein Vieh? Da will ich hin. Muss ich das da dafür ran schieben? Okay. Wozu ist dieser Block hier? Achso, warte mal, der Block hier unten ist dafür. Nee. Wofür ist hier unten so ein Block? Einfach nur um wieder zurück zu. Nee, kann auch nicht sein. Ich kann ja hier weiter. Nee, jetzt kann ich nicht weiter. Damit komme ich auch nicht bis da oben hin. Equipment gibt es kein besseres oder neues oder so. Damit kann man. Guck mal, da ist eine Wand. Achso, da ist eine Wand zum wieder hochkommen. Ah, jetzt weiß ich, wozu der Block da ist.
Ne, also Waffen oder Equipment kann man nicht groß verbessern. Man kann es nur vom Aussehen her anpassen. Ist das? Bro, was ist denn los mit ihm? Ihr seid weit weg von Bogano. Ja, das waren Bockling, ja, das waren diese Viecher von Bogano, okay. Ich wollte eigentlich da rein, in diese kleine Nische da, aber ich glaube, da kann man nicht rein. Nee. Nee, kann man nicht, okay. Ja. Yeah. Aber das Beste an dem Spiel ist eigentlich, dass man Cal Kestis einen Fokuhila verpassen kann, so wie ich das gemacht habe. Das ist eigentlich das Beste an dem Spiel. Cal Kestis mit Fokuhila. Ob ich das auch kann, BD? Ja, okay. Ah, und hier ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Ja. Aber kann man hier auch noch höher? Für ein Secret? Ja. Toller Fund. Konzentration. Hier sind die Bocklinge. Die kenne ich von Bogano. Kann ich die killen? Nein. Ich kann nicht mich auch ans Gras hängen, aber warum? Wo komme ich dann damit hin? Nirgendwo. Das andere Gras ist da drüben. Na gut. Hallo Bocklinge. Südliches Gebiet. Oh, hier ist aber schön. Kennen wir uns nicht? Und BD1 läuft erstmal total weit weg. Zum Glück, mir hätte jemand so Steinmännchen gebaut. Ein schlechter Tapetenwechsel. Jo, Prince müsste cool. Hier irgendwo wohnen. Wow. Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung griffen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Striders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, ich suche danach. Wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, verstehe schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Okay, die Bedlam-Brücke M, um die Karte zu öffnen, ein Einsatzziel zu überprüfen. Ja, okay. Jetzt muss ich nach... Ah, jetzt ist hier immer noch der Pin. Wie kann ich denn den Pin jetzt wieder wegmachen? Pin entfernen. So. Jetzt muss ich nach dahin. Oh, ist aber schon noch ein ganz schöner Weg. Kann ich hier diese Steinmännchen... Oh ja, kann ich. Oh, sorry. Sorry, Wanderer, dass ich eure Steinmännchen kaputt mache. Ich bin Cal Kestis, der Zerstörer. Da hinten ist so wieder so ein Fliegevieh.